So Leute, willkommen zu unserem ersten Workout. Wir machen heute ein Langhanteltraining für den ganzen Körper. Und wir haben insgesamt 3 Übungen. Jede Übung machen wir für 12 Wiederholungen. Und wir starten mit einer Rückenübung, und zwar dem Langhantelrudern. Ihr steht schulterbreit, dann wird gegriffen. Am besten schön langsam und kontrolliert ausführen. Die Schultern gehen nach hinten zusammen. Achtet darauf, dass ihr die Schulterblätter schön nach hinten zieht. Macht ein leichtes Hohlkreuz. Streckt den Po ruhig aus. Achtet auf eure Beinposition, dass ihr eine schön stabile Position habt, aus der ihr euch gut halten könnt. Und dann führt die Übung sauber und ohne Schwung aus. Perfekt. Unsere zweite Übung sind die beliebten Squats. Und dieses Mal zeigt Imke euch an mir, wie man die richtig ausführt. Let's go! Bei den Squats ist es extrem wichtig, dass ihr euch 3 Punkte merkt. Punkt Nummer 1, ein stabiler Stand. Wir stehen schulterbreit. Die Fußspitzen schauen leicht nach außen. Punkt Nummer 2, ganz wichtig, die Knie werden nach außen gedrückt. Niemals fallen die Knie nach innen. Du gehst natürlich auch super tief. Vielleicht schaffen es einige nur auf 90 Grad. Das ist aber auch nicht schlimm. Und der dritte Punkt, Brust raus. Bei jeder Übung immer stolz die Brust rausdrücken, sonst fallen wir nach vorne. Also, machen wir nochmal ein. Super. Ein extra Tipp ist auch noch, dass die Hacken auf jeden Fall auf dem Boden bleiben müssen. Wir wollen nichts abheben, sondern die Hacken bleiben immer stabil auf dem Boden. Unsere dritte Übung ist der Landmine Press. Hierfür stehen wir wieder schulterbreit. Die Knie sind leicht gebeugt. Wir nehmen die Hand in die Hand und stoßen. Hier ist ganz wichtig, dass ihr beim Runterkommen der Hantel einatmet und beim Stoßen wird ausgeatmet. Der Oberkörper bleibt so gerade wie möglich. Und wenn ihr euch richtig verausgaben wollt, dann zeigt Angelo euch nochmal eine explosive Variante. So Leute, das war's. Und jetzt seid ihr dran. Und wenn ihr noch mehr Sessions von uns sehen wollt oder ein bisschen Klamotteninspiration braucht, dann schaut unbedingt bei sport2000.de vorbei.